Servus Leute, mein Name ist Fesh und ihr seid hier wieder richtig bei Armored Warfare. Wir befinden uns im Patch 0.16. Es hat sich nicht besonders viel getan, was die Fahrzeugauswahl angeht. Es gibt jetzt ein paar ganz minimale Erweiterungen. Den einen oder anderen Premium-Panzer habe ich euch ja schon gezeigt. Und ansonsten gibt es noch den T15, aber den habe ich noch nicht in meinem Arsenal. Da muss noch ein bisschen Kohle zusammenfahren. Und wie fährt man am besten Kohle zusammen? Natürlich mit dem T8 Premium oder mit seinen 9er und 10er Panzern. Ich bin auch wieder dabei und greife die Rangliste an, aber irgendwie ja, fehlt mir da Zeit, Können und Geschick, um tatsächlich in die Top 10 reinzukommen. Top 10, das ist richtig krass, muss ich sagen. Allerdings habe ich ja das große Glück, dass ich die Fahrzeuge schon habe, die es da zu gewinnen gibt. Deswegen ist da jetzt mein Ehrgeiz noch so halbwegs in Grenzen. Außerdem habe ich noch ein bisschen Real Life am Start und so. Und mal gucken, nach dem Sommer wird es wieder ein bisschen mehr. Da werde ich mich ein bisschen härter engagieren, auch was die ganzen Competitions und so angeht. Aber momentan mein Ziel ist, mit den Panzern, die ich fahre, in die Top 100 auf jeden Fall reinzukommen und dann natürlich auch so gut wie möglich da drin rumzustehen. Beste Platzierung war bis jetzt so um die Top 50, da bin ich auch gerade bei Tier 9 irgendwo drin. Ist aber, naja, nicht ganz so wild, wie gesagt, ab Top 20, sowas, Top 15, gibt es dann einen extremen Sprung nach oben. Und da muss man dann schon richtig gut sein, um da hinzukommen. Aber richtig gut zu sein, erstmal hier mit dem PL01. Ihr hört schon, der Sound von dem Ding ist ein bisschen besser geworden. Hier, es klingt ein bisschen dumpfer, ein bisschen satter. Und ist ein bisschen blöd gewesen, weil ich hier aus der Fahrt nicht getroffen habe. Der XM8 ist ein bisschen nervös hier, hat keine Chance oder versucht. Versucht es auch nicht richtig. Aber kommt bei mir nicht rein. Der PL01 hat eine extreme Trollpanzerung. Natürlich drehe ich schneller, als der schießen kann oder als der rumfahren kann. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen wackel, dann hat der keine Chance. Der XM8 hier ist auch deutlich kleiner als der PL01. Das sieht man hier nochmal sehr schön. Der da oben hat mich jetzt erwischt. Da könnte ich ihn vielleicht da vorne reinhauen. Aber ich bleibe in Bewegung und versuche hier erstmal wegzukommen. Weil aus dem Hintergrund da sind schon verschiedene, die auf die zwei Panzer wirken können. Und dann brauche ich mir das hier nicht geben. Dann kann ich hier lieber nochmal von hinten rankommen. Jetzt lenke ich den einen ab. Versuche, dass der hier hinter mir hochkommt und dann vielleicht in die Seite geschossen bekommt. Ja, hier kam die Arti rein. Haben ja eine Arti dabei. Und jetzt geht der da oben kaputt wahrscheinlich. Genau, und jetzt können wir uns den anderen da von hinten langsam und freundlich annähern und dem da vielleicht noch ein oder zwei reindrücken. Der PL01 hat einen extrem schnellen Reload hier mit 5,5 Sekunden. Wenn der Commander zündet, ist es, glaube ich, sogar noch schneller. Oder war das ein Commander vom anderen? Weiß ich jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall war es gerade mal bei 5,5. So. Also, das ging jetzt relativ zügig. Da müssen wir schauen, da haben wir jetzt von irgendwo... Ah, die Panzerhaubitze hat uns da erwischt. Die eigene, aber nur mit 60 und hat uns nichts weiter kaputt gemacht. Und dann ganz schnell hinterher, da kommt schon der nächste. Den haben wir erwischt und den rammen wir doch gleich mal ordentlich beiseite. So nicht, mein junger Freund. Also, Crap gegen PL01. Wenig Chancen, allein schon was die Masse angeht. Der PL01 ist natürlich richtig fettes Ding hier, richtig schwerer Leichtpanzer. Also meiner Meinung nach ist das auch schon fast eher ein MBT als ein Light Tank. Aber gut, Light Tanks, die Klassifizierung gibt es halt in dem Spiel. Dann ist es halt ein Light Tank. Aber meiner Meinung nach eher ein MBT. Fährt sich aber cool. Fährt sich vor allem jetzt deutlich besser. Ihr seht schon in Patch 016 diese kleinen Pöller und Hückel und Dinger hier. Die halten einen jetzt nicht mehr so dramatisch auf. So, erstmal den hier. Und dann können wir nochmal mit dem... Armata hier ein bisschen rumspielen und uns da noch ein paar tausend Damage holen. Um nochmal zurückzukommen auf die Rangliste. Auf Tier 10 habe ich, glaube ich, so 6700, 6800 sind da im Schnitt an in der Top 10 oder die besten sind da so hoch. Und jetzt, wenn man sich mal anschaut, ich habe 7000 Damage gemacht und komme auf 4451 Erfahrungspunkte. Also was man da anstellen muss, um dann oben mit dabei zu sein. Jetzt muss man natürlich sagen,
Ihr seht schon hier, da fehlen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Punkte. Ich glaube, mein Assist war einfach zu gering mit 1800. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, es gibt jetzt neue Supply Crates und ich habe hier so einen Golden Supply Crate bekommen und dann gab es hier Intel Boosts und Protein Bars und so. Und Intel Boost, wer sich jetzt fragt, hä, wie komme ich denn jetzt da drauf? Was sind denn, also wo finde ich denn, wie die Dinger heißen? Wenn man sich hier im Inventory das anschaut, dann sieht man hier unten, was man alles drin hat. Und wenn man einfach mit der Maus dann hier drüber fährt, also direkt unten drunter, dann kann man das natürlich sehen. Und hier ist der Intel Boost, 25% Credits, 25% Reputation. Ist relativ günstig, auch als Premium Packerl zu aktivieren. Also nochmal obendrauf auf seinen normalen Event-Bonus. Dann, also auf den globalen Bonus, dann nochmal extra 25%. Ja, da kann man dann schon ordentlich Kohle machen. Und mein Counter geht hier, seit das hier eingeführt worden ist, auch deutlich nach oben, der Credit-Counter und ja, alles andere auch. Also mir macht Spaß. Ich finde es toll mit 0,16. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Wie findet ihr Neuerungen? Wie findet ihr diese Supply-Crates und so weiter? Sagt mir das mal und dann, ja, danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Fesch.